Die Ölpreisrallye wegen des Ukraine-Kriegs treibt in Österreich die Treibstoffpreise immer weiter nach oben. Solche extremen Preissprünge gab es an den heimischen Tankstellen noch nie. Tanken wird somit von Tag zu Tag immer teurer, und zwar extrem. Kaum hatten die Spritpreise hierzulande die 2-Euro-Marke erreicht, haben sie diese auch schon wieder hinter sich gelassen. Am Mittwoch kostete der Liter Diesel bei einer Tankstelle, beispielsweise in Ebreichsdorf in Niederösterreich, historisch hohe 2,899 Cent. Super kam hier auf 2,699 Cent je Liter. Das heißt, der Spritpreis kratzt tatsächlich schon an der 3-Euro-Grenze. In Wien ist Tanken ebenfalls extrem teuer. Der Liter Diesel kam beispielsweise am Mittwoch teilweise sogar auf 2,449 Euro. Super schlug mit 2,139 Euro je Liter zu Buche. Preise, die wir uns noch vor wenigen Tagen nicht hätten vorstellen können. Auch in anderen Bundesländern ist Tanken ähnlich teuer.